In Umfragen wird der CDU oft die höchste Wirtschaftskompetenz zugesprochen. Dabei müsste man aber eigentlich von Wirtschaftsinkompetenz sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns mal einen kleinen Ausschnitt an von der Sendung Markus Lanz, wo Carsten Linnemann sich eher blamiert hat, würde ich sagen. Carsten Linnemann, wer ist das überhaupt? Ja, das ist der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und wahrscheinlich einer der relevantesten Ökonomen in der Union. Vielleicht sogar deren Chefökonom. Er ist der ökonomische Hardliner in der Union. Das bedeutet, wenn Mindestlöhne steigen sollen, ist er wahrscheinlich dagegen. Wenn das Renteneintrittsalter hingegen steigen soll, das befürwortet er. Oder wenn Steuern für Unternehmen gesenkt werden soll, das befürwortet er. Also wir sehen schon, das Koordinatensystem ist da doch schon ziemlich wirtschaftsliberal. Man könnte auch denken, er ist bei den Freien Demokraten. Allerdings hat er sich irgendwie in die Union verwirrt. Aber das werden wir gleich wahrscheinlich näher sehen, was er da genau sich vorstellt für die kommenden Jahre. Wir sehen mal rein, was er uns zu sagen hat. Es beginnt damit, die haben gerade über das Ölembargo gesprochen und jetzt kommt die Lage in Deutschland zur Sprache, was da an Gefahren sich anbahnt. Deswegen läuft jetzt der Vorschlag von Herrn Lindner und von der Regierung voll ins Leere, wenn wir jetzt die Spritkosten senken. Das Angebot kommt im Moment der Nachfrage nicht nach. Das heißt, wenn wir jetzt die Nachfrage noch mal befeuern durch solche Aktionen, geht die Inflation noch mehr nach oben. Wir haben quasi die gleiche Situation wie in den 70er Jahren. In den 70er Jahren wurde Geld gedruckt. Der erste Punkt, den er macht, er ist zwar auch ausgebildeter Volkswirt und auch promoviert als Politikwissenschaftler dann, glaube ich, aber auch zu einem ökonomischen Thema wahrscheinlich. Was er hier aber sagt, ist natürlich ziemlich willkürlich, weil wenn er sagt, dass das Angebot nicht mit der Nachfrage einherkommt, dann würde es ja bedeuten, dass wir geringe Liefermengen haben, die jetzt nicht absehbar sind, dass da irgendwie Lieferungen in dem Maße reduziert werden, dass da Knappheiten entstehen. Und vor allem ist es ja so, wenn wir uns ansehen, wie sich die Preise zusammensetzen, hier geht es um Öl, also dann im Endeffekt auch um Sprit, dass da die Margen von den Unternehmen enorm steigen und nicht die Kosten aufgrund Marktknappheiten in dem Maße nach oben schnellen, dass dadurch eine geringere Liefermenge realisiert werden könnte, sondern es geht darum, dass die Mineralölunternehmen zu viel Macht haben. Und daher steigen maßgeblich die Preise und das sieht man auch ganz doll, dass es dann 10, 20 Cent mehr Marge sind, wodurch quasi der Preis steigt und nicht dadurch, dass das Gut knapp ist. Aber wir sehen mal weiter. Ich glaube, er möchte auf Gelddrucken hinaus. Eine Schwemme an Dollar damals, im Lichte des Vietnamkriegs. Und gleichzeitig hat die OPEC einen Angebotsschock bei Öl gemacht. Und heute haben wir es ähnlich. Wir haben auch diesen Angebotsschock und wir haben eine Geldschwemme. Und wenn ich jetzt die Nachfrage stimuliere mit immer mehr Geld und immer mehr reinhaue, dann wird es immer schlimmer und wir kriegen immer eine größere Inflation. Ja, da würde ich widersprechen. Die Inflation können wir sowieso bekommen und haben wir schon bekommen wegen der Willkür der Mineralunternehmen. Das bedeutet, sie können auch die Preise wahrscheinlich noch ein bisschen weiter erhöhen in dem Maße, dass die Nachfrage dann nicht so weit zurückgeht, aber dass sie sich ihre Margen weiter ausweiten können und die Inflation, die Preissteigerung dann sich weiter erhöhen. Dass das jetzt auf einen Angebotsschock zurückzuführen ist, haben wir gerade gesehen, dass es nicht so ist. Und das ist zwar von der Angebotsseite verursacht, da ja die Unternehmen, die quasi das Gut verkaufen, ihre Marge ausweiten. Deswegen ist angebotsseitig. Und die Geldschwemme, von dem er spricht, klar hat sich die Geldmenge ausgeweitet, aber wir wissen ja, dass die Geldmenge wenig mit der Inflation zu tun hat, um eigentlich zu sagen, gar nichts mit der Inflation zu tun hat, sondern es kommt auf die Nachfrage an, wie er richtig sagt. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die Spritnachfrage, Gasnachfrage, Heizölnachfrage, was auch immer, enorm gestiegen ist. Es ist eher so, dass ja die gesunken ist, wenn auch in manchen Bereichen minimal, beim Verkehr minimal, bei anderen wahrscheinlich Dollar, bei Gas und also bei Heizung vor allem. Da ist die Nachfrage gesunken und das heißt, es ist nicht die Ursache, dass zu viel Nachfrage ist. Das wäre ja auch ziemlich komisch, wenn jetzt Leute genau dann zu viel nachfragen, wenn der Preis erhöht ist. Freiwillig zu viel nachfragen, muss man ja sagen. Sondern es ist ja eher so, dass die Angebotsseite daran schuld ist. Aber
Wir sehen noch mal weiter, was er für Parallelen aufmacht. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ich halte immer noch die Gefahr einer lang anhaltenden Inflation bei 30-40%. Das ist nicht vom Tisch. 30-40%? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation... Okay, dass es kommt, um Gottes Willen. Die Inflation, gut, dass wir noch mal darüber gesprochen haben. Also das Ziel der Inflation ist ja ungefähr bei knapp 2. 30% Inflationswahrscheinlichkeit für die Ziele, die er gleich sagen wird, ist natürlich interessant. Vernebelt natürlich die öffentliche Debatte, weil wenn jetzt eine Rentnerin vor dem Fernseher sitzt oder ein Arbeiter, ein LKW-Fahrer oder eine Pflegerin, dann hört sie 30% Inflationswahrscheinlichkeit. Was soll die Person damit anfangen? Also erstmal kommunikativ sehr, sehr schlecht. Und höhere Inflationen, klar kann man da das Schreckensszenario an jemand malen. Aber der Punkt, den er jetzt machen will, der ist sehr, sehr besonders, weil er sagt jetzt erstmal die 2% Zielinflation der EZB. 2% der Europäischen Zentralbank. Genau. Und meine Prognose ist, dass wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren weiterhin bei signifikant höheren Werten Heißt 3, 4, 5%. Aber runter von den fast 8, wo wir jetzt gerade sind? Er vergleicht die Zielinflationsrate, die ja unabhängig der konjunkturellen Auswirkungen ist, sondern quasi einfach nur die Benchmark, das, was man im langfristigen Mittel erreichen möchte. Und mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber hat die EZB ja kürzlich ihre Maßgabe angepasst. Aber er vergleicht diese Zielinflation mit seiner konjunkturellen Inflationserwartung, die er quasi errechnet hat wahrscheinlich, wenn er Volkswirt ist, und das jetzt hier als seine Rechnung darstellt. Aber das Lustige ist, die EZB hat ja selbst andere Inflationserwartungen als ihre Zielinflation, klar, weil die stellen natürlich auch Berechnungen an und gucken dann, hey, wie entwickelt sich die Wirtschaft und entstellt daraus natürlich auch Inflationserwartungen und Szenarien. Das heißt, er vergleicht zwei vollkommen falsche Sachen. Einmal das Inflationsziel und dann die Inflationserwartung, weshalb das schon auch total verwirrend ist, natürlich für die Leute, die da zuschauen und das natürlich nicht unterscheiden können. Und dass er jetzt mit 3, 4, 5% ein Schreckensszenario an die Wand malt, er stellt es auch so hin, als ob es seine Berechnungen wären, was natürlich alle Berechnungen, die darauf jetzt die Inflationserwartungen berechnen wollen, ist natürlich dahingehend total willkürlich, weil Riesenszenarien wie der Krieg, wenn der jetzt schnell endet und dann eine Verhandlungslösung gefunden wird und der Gas- und Öltransport weiter in dem Maße funktioniert, wie er jetzt auch funktioniert, dass der halt nicht abbricht, dann ist die Inflationsrate natürlich viel geringer, als wenn jetzt der Krieg weiter eskaliert und andere riesige Zulieferer sagen, hey, sie haben keinen Bock mehr. Also das ist natürlich steht auf riesigen politischen wackeligen Beinen und er tut jetzt so, als ob man das berechnen könnte. Und er sagt ja gerade, dass 30% die Eintrittswahrscheinlichkeit ist für 3, 4, 5% Inflation. Okay, was ist dann die Eintrittswahrscheinlichkeit für die anderen Szenarien? Also das ist natürlich hier auch total intransparent, was er meint. Und wenn er wirklich hier an einem fachlichen Diskurs interessiert sein würde, wahrscheinlich, dann würde er auf seiner Webseite, ist ja, wenn er die Berechnung angestellt hat, die gleichzeitig online stellen. Und dann könnten die quasi kritisch hinterfragt werden. Aber also sowohl inhaltlich, weil dann würde er es online stellen, als auch sprachlich. Keiner weiß, was er meint, keiner normaler Bürger, der jetzt nicht Volkswirt ist. Also es ist unterirdisch, aber wir sehen noch mal weiter. Aber das ist immer noch zu viel. Herr Lanz, was macht das mit einer Gesellschaft, mit Leuten, die arbeiten gehen, die in der Mitte sind? Früher hatten wir ein Hartz-IV-System, dann wurde das ausgeweitet, dann gab es auf einmal Wohngeld, Heizkostenzuschlag. Das heißt, wir ziehen, wenn das so bleibt, immer mehr Menschen aus der Mittelschicht in die staatliche Obhut, sage ich jetzt mal. Und das macht was aus einer Gesellschaft, das sehen wir jetzt. Also nochmal, um das zu verstehen. Die Inflation 3, 4, 5% und eine Ausweitung des Sozialstaats am unteren Ende zieht mehr Leute in die sozialstaatliche Obhut. Mhm. Kann man jetzt schlecht finden, kann man auch wahrscheinlich gut finden, wenn man sagt, hey, okay, die Leute, die halt wirklich minimal über der Empfangsgrenze sind, an der Armutsgrenze oder an den Grenzen der Sozialtarife, die werden in die sozialstaatliche Abhängigkeit geholt. Das ist natürlich eine These, die er erstmal begründen müsste, weil es ist ja auch so, dass dadurch halt sie dann ihr Leben besser bewältigen können und natürlich auch ihre Situation, sie müssen nicht an der Heizung sparen oder weniger sparen wahrscheinlich, weniger beim Essen sparen und können sich dadurch auf andere Sachen fokussieren. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass es erstmal schlecht ist.
und dass die Gesellschaft dadurch entzweit wird und 3-5% Inflation, also das ist natürlich auch ein riesiger Unterschied, was er hier sagt. Also wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Zielinflation, dann ist 5% Inflation das 2,5-fache und die 3% sind nur das 1,5-fache. Also es ist eine riesige Spannbreite, die er hier als 3-5% hinstellt, die natürlich so gar nicht realistisch ist in dieser Spannbreite. Und wenn, müsste er das quantifizieren, wie er es vorhin gemacht hat mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Andere Institute, Sachverständigenrat, etc., die kommen ja immer zu einer konkreten Zahl heraus als Inflationserwartung. Natürlich ist die dann auch mit einer Wahrscheinlichkeit unterlegt, aber das ist hier schon echt sehr, sehr wild, weil da kann man alles und nichts reininterpretieren. Und dass jetzt 3% Inflation bei ordentlichem Lohnwachstum in dem Maße gefährlich ist langfristig, das ist, entspricht zwar nicht der Zielinflation, aber ist nicht schlimm, wenn das jetzt nicht auf der Angebotsseite beruht. Kann man natürlich nicht beeinflussen in dem Maße, wie kurzfristig sich die Inflation dadurch auswirkt oder die Preissteigerung. Aber wenn das nachfrageseitig ist, dann ist das jetzt wahrscheinlich auch nicht so problematisch, weil im Endeffekt profitiert ja auch immer jemand von den höheren Preisen, die dann auch wieder gezahlt werden und in höhere Löhne überführt werden. Also würde ich jetzt als nicht so problematisch ansehen, wenn man 3% Inflation hat und dadurch die Gesellschaft entzweit wird. Aber es kommt jetzt gleich noch mehr. In Amerika, und deswegen ist es hochgradig gefährlich und deswegen dürfen wir kein Geld drucken und weitermachen. Und wir müssen an die Tarifpartner den Appell richten, verantwortlich mit der Situation umzugehen. Dass wir genau, also erstmal Geld drucken und weitermachen ist natürlich in dem Sinne total falsch, weil er gar nicht spezifiziert, was damit gemeint ist. Und natürlich ignoriert er bewusst natürlich, dass mit Gelddrucken oder Staatsausgaben tätigen, wenn der Staat sich verschuldet, dass darüber natürlich auch die Angebotskapazitäten ausgeweitet werden könnten. Also das ist natürlich sein Dogma geschuldet wahrscheinlich. Wenn der Staat jetzt sich extra verschuldet, um die Gaspreise zu stabilisieren, dann sinkt die Inflation und der Staat verschuldet sich. Und würde er als Geld drucken interpretieren, aber ist natürlich inflationssenkend und nicht inflationserhöhend. Wir nicht eine Situation wie in den 70er Jahren bekommen, dass wir eine Lohnpreisspirale bekommen haben und dann kommen sie da nicht mehr raus. Aber was würden Sie denn dann tun? Also Frau Meier. Lohnpreisspirale, also jeder Satz, den er eigentlich sagt, ist schon ziemlich willkürlich, weil. Also wir sehen, dass natürlich die Preise steigen. Wenn man von einer Lohnpreisspirale spricht, dann steigen zuerst die Löhne und dann die Preise. Und dann ist es ein sich selbst verstärkender Prozess. Jetzt sehen wir es so, dass jahrelang die Löhne viel zu niedrig gestiegen sind. Und jetzt steigen die Preise. Das heißt, die erste Ursache ist quasi die Preiserhöhung. Das bedeutet, wenn jetzt die Löhne steigen, wäre es erstmal eine Preis-Lohn-Spirale. Und dadurch kann... Also theoretisch kann die natürlich entfacht werden. Allerdings ist die wirtschaftliche Lage im Vergleich zu der Lohnpreisspirale, die wir schon mal hatten in den 80ern, eine ganz andere. Damals war Vollauslastung, das heißt, es gab kaum Arbeitskräfte und viele offene Stellen. Heute haben wir relativ viele Arbeitskräfte und kaum offene Stellen. Das bedeutet, dass die Wirtschaft an einem ganz anderen Punkt ist und ihre Kapazitäten viel mehr ausweiten könnte. Und damals war sie eben an der Kapazitätsgrenze. Also das ist eine ganz andere Situation. Und wenn jetzt die Gewerkschaften auch so stark wären, was sie ja gar nicht sind, damals waren die Gewerkschaften aufgrund der hohen Beschäftigung, des hohen Organisierungsgrades auch so stark, heute sind sie es kaum. Das heißt, sie sind gar nicht in der Lage, wahrscheinlich die Löhne durchzusetzen, die es bräuchte, sodass die Löhne als Kostenblock in Unternehmen weiter steigen oder in dem Maße steigen, dass sie weiter die Preise erhöhen. Also das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Obwohl natürlich theoretisch die Gefahr besteht, dass die Gewerkschaften 12% fordern, 9% bekommen und dann das steigt. Aber das ist erstens sehr unwahrscheinlich. Und zweitens, was soll sonst passieren? Er sagt, er möchte kein Geld drucken und wird auch gleich sagen, er möchte nicht so viele Entlastungen. Und die Leute sollen nicht Löhne, sollen nicht Lohnforderungen stellen. Dann werden die halt ärmer. Ja, das ist auch nicht gut für deinen Mittelstand, lieber Carsten Lindemann, wenn der keine Nachfrage mehr hat. Aber gut, wir gucken nochmal weiter. Er hätte Ihnen ja den Finanzminister zugetraut. Angenommen, Sie wären jetzt der Finanzminister. Was würden Sie tun? Was wäre das, was Sie jetzt machen würden? Ja, Robert Habeck warnt heute gerade übrigens vor einer Rezession, die sich auch dann im Zweifel wirklich gewaschen hat. Ja, wenn das ein Wirtschaftsminister sagt, der jetzt in Davos war und die Menschen, Experten getroffen hat, dann heißt das schon was. Dann ist es ernst zu nehmen. Ja, der hat die Daten, der weiß, was ansteht. Absolut. Ich würde mich auf diejenigen konzentrieren, die wirklich
Wohngeld bekommen, die im unteren Bereich sind, dass die unterstützt werden, die da gar nicht anders rauskommen. Also ich würde mich wirklich auf diejenigen konzentrieren. Ich würde nicht, habe ich auch zum Teil eine andere Meinung als meine Partei vielleicht gehabt, diese 300 Euro Energiepauschale. Da hieß es ja dann immer, die Rentner hätten das auch alle bekommen müssen. Nein. Tut mir leid, auch wenn ich jetzt morgen viele Mails wahrscheinlich bekomme. Sollen Rentner bekommen. Doch. Das ist gut, ich vergesse es jetzt. Aber den Punkt, Frau Meier, bringe ich noch. Aber bitte diejenigen, die es auch benötigen. Warum soll es ein Rentner bekommen, der 2 Aktiendepots hat und 3 Immobilien? Lasst uns doch mal Politik machen, Sozialpolitik für diejenigen, die es wirklich benötigen. Gut, und nicht immer mit der Gießkanne. Jetzt kam noch die Gießkanne, ganz zum Schluss. Aber das, was er sagt, ist natürlich aus meiner Sicht absoluter Quatsch. Weil Sozialpolitik... Also es sind ja wirklich viele betroffen von den hohen Preisen. Und jetzt Sozialpolitik zu machen für alle, die bedürftig sind. Also dann kann man natürlich erstmal politischen Maßstab sehen, nehmen und gucken, hey, wie viel Prozent der Bevölkerung wollen wir generell entlasten und wie viele sollen nicht belastet werden? Nach seinem Maßstab wahrscheinlich jetzt die unteren 10-20%. Wenn man da jetzt natürlich ein bisschen progressiver rangeht, dann sind es wahrscheinlich 70-80-90%, die vielleicht entlastet werden sollen. Von den 100% der Gesamtbevölkerung. Und dann ist natürlich, sind Gießkanneninstrumente, die halt am unteren Einkommen, relativ zum Einkommen am meisten entlasten und nach oben hin weniger. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich bin ja befürworte eine Mehrwertsteuersenkung auf die Lebensmittel. Das wäre sehr gut für die unteren Einkommen und für die Mittelschicht vor allem, weil die dann halt auch die Kaufkraft hat und dann relativ zum Einkommen hoch entlastet wird und absolut hoch. Aber was er jetzt hier sagt, dass man das quasi nur auf die unteren fokussieren sollte, halte ich für falsch, weil wieso sollten die Leute, die in der Mittelschicht sind, für die er sich ja auch immer so einsetzt und auch die FDP sich so doll einsetzt, wieso sollten die auf den Kosten sitzen bleiben, auf den kompletten Kosten? Er sagt ja jetzt hier, dass die gar nicht entlastet werden sollen, was aus meiner Sicht absoluter Quatsch ist, weil die Leute, die in der Mittelschicht sind, die auch die höheren Spritkosten haben, Heizkosten, also die dann auch quasi Familien haben und halt auch viel heizen, viel Sprit verbrauchen müssen, die reduzieren dann auch ihre Nachfrage. Und das ist auch die kaufkräftige Bevölkerungsschicht. Also das ist auch ganz gefährlich für die Wirtschaft. Also ich verstehe nicht ganz, wie man auf solche Ideen kommen und kann und quasi dann sich als Mittelstandsvertreter immer geben. Gut, wir haben gerade im Einspieler gesehen, er war 8 Jahre lang Vorsitzender der Mittelstandsunion. Ist es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber trotzdem hat er natürlich den Ruf davon. Also aus meiner Sicht sozialpolitisch als auch wirtschaftspolitisch total falsch. Noch eine Sache, die er hier wohl gesagt, dass er vielleicht Finanzminister sein könnte irgendwann mal. Das glaube ich wirklich. Also der ist jung und relativ fit, wenigstens optisch und sprachlich. Inhaltlich ist jetzt was eine andere Sache. Aber dass der in 10 Jahren, wenn es oder in 5 Jahren, in 3 Jahren, wann auch immer der Bundestagswahlen immer in welchem Rhythmus sind, oder wenn Christian Lindner zur Schuldenbremse zurück will und die Koalition bricht und nächstes Jahr sind Neuwahlen, und wir haben auf einmal Schwarz-Grün, dass der dann Finanzminister ist, ist nicht unwahrscheinlich. Also ich denke auf jeden Fall, das könnte einer der gefährlichsten Wirtschaftsliberalen in der Union sein. Neben Merz selbst natürlich. Aber gut, wir gucken nochmal weiter, was er noch zu den Rentnern vielleicht zu sagen hat. Aktiendepots und ein Eigenheim haben, ne? Genau. Würde ich so nicht in der Breite machen. Ich würde es wirklich konzentriert machen für diejenigen, die es wirklich benötigen, anstatt die Gießkanne. Sagen Sie das doch mal den Rentnern. Nochmal ganz kurz zu den Rentnern. Also die haben ja auch höhere Kosten. Und wenn man die gar nicht entlastet, also da haben wir gesehen zum Beispiel, dass Armutsrentner mit unter 900 Euro im Monat, dass die zu 9% der Zusatzkosten entlastet werden. Das heißt, die bleiben auf 91% der zusätzlichen Kosten sitzen. Diese 91%, auf denen sie sitzen bleiben, die knöpfen sie sich natürlich woanders beim Konsum ab. Also das ist hier wirklich sozialpolitisch als auch wirtschaftspolitisch total katastrophal. Vor allem für die Union, die sich ja oft immer so als Rentnerpartei auch gibt. In Schwedt mit ihren Aktiendepots und den Immobilien. Nein, also da gibt es wahrscheinlich keine in Schwedt. An der Realität vorbei. Frau Meier, das ist alles okay. Ich weiß, dass ich mir mit solchen Aussagen keine Freunde mache. Aber die Sozialpolitik der letzten Jahre hat eigentlich diejenigen, die wirklich Unterstützung brauchen, zu wenig geholfen. Wir haben 1,8 Erwerbs... Die Sozialpolitik der letzten Jahre hat die wirklich Unterstützung brauchen, nicht geholfen. Also davor hatten wir die GroKo und ich glaube nicht, dass die SPD da so sehr auf der Bremse stand gegen die CDU, dass da nicht die unteren Bedürftigen denen geholfen wurde. Also das ist hier wirklich Wahnsinn, dass er sich da hinstellt und sagt, denen, die Hilfe brauchen, wird nicht geholfen. Aber den Rentnern, die jetzt höhere Kosten haben, denen will er nicht helfen. Also es ist wirklich absurd, was er hier erzählt.
Und auch jetzt nochmal zu dem Punkt, die Leute, die es halt nicht brauchen. 300 Euro für reiche Rentner, für reiche Leute, die halt nicht in der Rente sind. Das möchte er nicht mit der Gießkanne machen. Sehe ich auch anders. Sieht auch seine Partei anders. Die war, glaube ich, oder Einzelne aus der Partei haben dann gefordert, hey, wir brauchen die 300 Euro aber netto für alle, sodass sie nicht wegbesteuert werden sollen. Weil derzeit ist ja so, dass die absolute Höhe abnimmt. Das heißt, arme Leute kriegen 300 Euro und reiche Leute kriegen, einkommensstarke Leute, muss man sagen, die halt auch so versteuerndes Einkommen haben, kriegen 180, 190, 200 Euro. Eigentlich ganz gut. Wäre natürlich bei einem höheren Spitzensteuersatz natürlich noch abflachender. Das möchte er auch nicht, weil er sagt, die brauchen das nicht. Ja gut, das stimmt natürlich. Kann man sagen, das politische Maß, das man dann gefunden hat, hey, wir wollen die oberen 10%, wollen wir nicht entlasten. Kann man machen. Aber das ist wahnsinnig kompliziert, das dann quasi über die Sozialmaßnahme zu machen und nicht über andere Maßnahmen. Klar könnte man einfach das Steuersystem verändern, eine Vermögenssteuer einführen, den Spitzensteuersatz ändern oder die Abgeltungssteuer reformieren. Das alles wären Maßnahmen. Die oberen Vermögensdezile würde es dann treffen. Allerdings verzichtet er darauf und verzichtet auch seine Partei darauf natürlich, weil das auch ihr Klientel ist und sie sich da nichts verscherzen wollen. Und das ist natürlich Teil ihrer Ideologie. Aber man hätte natürlich mit dem Entlastungspaket die Gießkanne auspacken können oder vielleicht sogar noch 2, 3 Gießkannen auspacken können und gleichzeitig natürlich am oberen Ende besteuern können. Also das ist gar kein Problem. Und da gibt es auch kurzfristige Besteuerungsmaßnahmen, die man einführen könnte. Ja, aber gut, sehen wir mal weiter, ob jetzt hier noch was kommt. 1,8 Millionen erwerbsgeminderte Menschen in Deutschland. Das sind alles Menschen, die wollen gerne arbeiten, können aber nicht. Ich bringe jetzt mal wirklich, ohne vorher drüber nachgedacht zu haben, ganz privates Beispiel. Mein Bruder hat Multiple Sklerose. Der sollte die Buchhandlung meiner Eltern übernehmen. Der arbeitet jetzt in einer Werkstatt und ist gut drauf. Er macht das auch gerne, weil er nicht mehr kann. Multiple Sklerose. Der ist 3, 4 Jahre älter als ich, Mitte 40. Wenn meine Eltern, wenn ich ihn nicht unterstützen würde, bekommen Erwerbsgeminderte, weiß ich nicht, 700 Euro im Durchschnitt an Unterstützung. Die haben keine Lobby in Berlin wie die IG Metall oder andere. Und das sind Menschen der sozialen Marktwirtschaft. Ist alles okay. Aber an dem Beispiel will ich nur deutlich machen. Also hier wird geholfen. Aber es gibt ganz viele, wo man nicht familiär helfen kann. Und wenn wir uns auf die konzentrieren, anstatt eine Rente mit 63, wo vor allen Dingen... Also das ist jetzt hier vollkommen absurd, weil sowohl dafür, dass die Person 700 Euro, ist natürlich schade, klar und krass verwerflich, aber dafür, dass sie 700 Euro bekommen, daran ist die CDU ja maßgeblich mitschuld. Er tut es hier so hin, als ob es Gott gegeben wäre, was natürlich absolut nicht der Fall ist. Und auch, dass diese Gruppe keine Lobby hat. Klar, gut, wenn es da keine Gewerkschaften gibt, die halt dann sich darüber über die Mitgliedsbeiträge finanzieren können, ist es schon verständlich, dass es da keine Gewerkschaft als Interessensvertretung gibt. Aber dann ist ja auch die CDU dafür verantwortlich, dass sie keine Interessensvertretung für diese Leute geschaffen hat. Also das war ja auch denkbar, dass quasi über die Zuschüsse oder die staatlichen Gelder dann für diese Werkstätten, dass sich da auch Interessensvertretungen ausbilden und dann ihre Interessen artikulieren. Also daran ist er natürlich auch, er persönlich jetzt vielleicht nicht, aber die CDU auf jeden Fall mitschuld. Also das ist ja unglaublich, was er hier an Sachen verdreht. Und jetzt wird es nochmal hart. Leute aus der Verwaltung von profitiert haben. Da waren keine Maurer, keine Dachdecker mit dabei. Sowas darf es nie wieder geben. Den Maurer, den Dachdecker, die Putzfrau die gehen ja oder die Pflegerin. Viel früher in Rente. Ne? Genau, die müssen wir unterstützen. Die müssen wir dann unterstützen. Die auch gehen wenn ja sie gar nicht mit 63, ne? Genau. Gehen die mit 54. Das ist absolut verrückt, was er hier erzählt. Er spricht zwar über die Rente, aber da die ja nicht in Rente gehen und er möchte die unterstützen. Und diese Leute, was er gerade gesagt hat, Maurer, Pfleger, Bäcker, das sind ja Leute, die sowohl während des Erwerbslebens nicht so wenig verdienen, dass sie Zuschüsse bekommen und auch wahrscheinlich in der Rente nicht ganz am untersten Ende über der Mindestsicherung sind, sondern wahrscheinlich ein bisschen drüber. Das bedeutet, in beiden Lebensphasen würden wahrscheinlich nach seinen Konzepten die davon gar nicht profitieren. Das ist wirklich unglaublich. Naja. 50 im Schnitt, 55, 56? Viel früher, viel, viel früher im Schnitt als 63. Und die brauchen unsere Unterstützung. Und ich bin mir sicher, wenn wir diesen Zusammenhalt erklären, dann haben wir sogar mehr Geld zur Verfügung, um wirklich denjenigen zu helfen, die es wirklich brauchen. Das ist Solidarität. Und für alle anderen gibt es Subsidiarität, Eigenverantwortung. Jeder nimmt sein Leben selbst in die Hand. Und die haben dann auch Spaß an Leben, weil durch deren Steuerzahlung können wir uns ja das Sozialsystem erst leisten. Und wenn die sehen, es wird... Also die Leute haben Spaß an Leben, weil
der Staat Geld spart, das er über Steuern eingenommen hat und nur denen geholfen wird, die es wirklich brauchen. Das ist natürlich absolut verrückt, wenn damit Austerität des Staates gerechtfertigt wird. Also das sind Argumente, die kann man eigentlich nicht mehr nachvollziehen. Wenn man jetzt damit auf den Marktplatz gehen würde und jemand fragen würde, hey, bist du glücklich, dass der Staat nur den Bedürftigen hilft und nicht allen Leuten, denen er helfen könnte? Dann wird wahrscheinlich der Mensch sagen, nee, hey, ich habe jemanden in der Familie, dem geht's gar nicht gut und der ist aufgrund irgendwelcher Sonderfälle, fällt der durch oder der verdient ein bisschen drüber oder kriegt ein bisschen drüber Rente und der hat gar nichts von dem Sozialstaat und hat trotzdem hohe Preise zu bezahlen und keine Aussicht auf irgendwelche Rentenerhöhungen oder Zuschüsse. Dann wird er sagen, hey, nein, ich bin nicht glücklich, sondern hey, helft meinen Menschen, meinen Angehörigen. Der Staat soll dann dafür Schulden aufnehmen und der Staat soll auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft gut läuft. Also weil selbst dann, wenn man ihn fragen würde, hey, bist du glücklich und die Wirtschaft gleichzeitig kacke läuft wegen der Politik, dann würde er wahrscheinlich auch nicht sagen, dass er glücklich ist. Aber gut. Vernünftig mit dem sozialen Geld umgegangen, dann gibt es gesellschaftlichen Zusammenhang und dann macht es Spaß und wir haben Lust auf Zukunft. Und wenn Sie mit Ihrem geistigen Vater, wie Frau Meier vermutet, Friedrich Merz darüber sprechen, was sagt er Ihnen dann? Der stimmt mir zu. Weil das er sieht das auch so? Ja, sieht das auch so. Das ist CDU-Politik pur. Wir sagen, wir forcieren die Freiheit des Einzelnen. Das ist ein tolles Geschenk. Es geht aber nur, wenn auch Verantwortung übernommen wird. Das nennt man Eigenverantwortung. Das muss sich jedem zumuten können. Nur derjenige, der das nicht kann, der bekommt die Solidarität der Gemeinschaft. Und deshalb keine Geschenke, Freibier zu Wahlkampfzeiten, sondern wir müssen diese Politik fahren. Übrigens, wenn wir diese Politik fahren, gibt es auch nicht dieses Drucken des Geldes und Inflation. Und ich bin mir sicher, Herr Lanz, bei dieser Zeitenwende, die wir erleben, okay, können wir in den nächsten Wahlkämpfen so ehrlich reingehen, dass wir auch Wahlen damit gewinnen. Das heißt, Sie waren nicht ehrlich genug vorher? Nein, ich glaube auch, dass meine Partei, ich sage das ganz selbstkritisch, nehmen Sie das Beispiel Mütterrente. Die Erziehungsleistung honorieren ist völlig, völlig richtig. Aber wenn Sie ein Konzept machen und gleichzeitig diejenigen Mütter, die in der Grundsicherung sind, dieses Geld nicht bekommen, weil es angerechnet wird, das sind genau diejenigen, die es wirklich brauchen, viele Witwen, Frauen und so weiter. Genau. Dann haben wir zwar ein tolles Geschenk gemacht für Millionen von Menschen, aber diejenigen, die es wirklich brauchen, wurden nicht bedacht. So, und das ist nur das. Das ist das Ergebnis einer unionsgeführten Bundesregierung gewesen. Frau Meier, da hat Frau Meier jetzt recht. Das ist natürlich das Ergebnis der Unionspolitik und das hätte man nicht anders designen können. Das ist ganz einfach und gar nicht so kompliziert. Aber was er gerade noch meinte, ist besonders verrückt. Als er meinte, hey, es ist ein Geschenk, dass wir euch nicht bezuschussen, sondern damit ihr euer Leben leben könnt oder auch nicht für bezahlbare Preise sorgen. Das ist unser Geschenk an euch. Es ist so verrückt. Also erstens, dass man damit Wahlen gewinnen möchte und auch, dass es irgendwie was Erstrebenswertes ist, weil natürlich hat er dann keine Inflation, wie er gerade sagte, und auch keine Gelddruckerei, weil die Wirtschaft natürlich abschmiert. Wenn jetzt alle mehr höhere Kosten zahlen und kaum jemand wird entlastet, dann bricht die Nachfrage ein und damit brechen auch Einkommen von Unternehmen wieder ein. Und dadurch haben wir dann einen negativen Kreislauf. Also das ist wirklich verrückt. Und dazu möchte er wahrscheinlich noch zur harten Schuldenbremse zurück und vielleicht sogar zur schwarzen Null. Also das ist wirklich Gift für die Wirtschaft und eigentlich auch an Wirtschaftsinkompetenz kaum zu übertreffen, was wir vorhin gesehen haben, dass er Situationen damals wie heute, 1980 bis wie heute, 2022, miteinander vergleicht, die maßgeblich unterschiedlich sind, es kann man kaum fassen. Und gut, aber dass die Union dann weiterhin solche Wirtschaftskompetenzwerte hat, das ist wirklich fragwürdig. Aber gut, das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass auf progressiver Seite auch der ein oder andere Mythos bedient wird. Vielleicht würde bei manchen Punkten der Gelddruckerei oder so hier der ein oder andere progressive auch zustimmen, was natürlich problematisch ist in der Kommunikation. Und so kann man der Union wahrscheinlich das nicht streitig machen, wenn die das in einer guten Sprache und in einem guten Ausdruck der Körperhaltung und gutes Auftreten rüberbringen, aber natürlich inhaltlich totale Mythen bedienen. Wenn dann Linke nicht mal oder Progressive nicht mal Letzteres können, das solide Auftreten, dann ist es natürlich sehr, sehr problematisch. Aber gut, wir können nur hoffen, dass sich das wandelt und die Wirtschaftskompetenz als auch die wirtschaftliche Situation, die Wirtschaftspolitik auch, sich in Deutschland verändert. Aber gut, das war's jetzt auch mit Carsten Linnemanns Beitrag hier bei Markus Lanz, der wirklich spannend war und diffus, wie wir gesehen haben. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Schreibt doch mal gerne, was euch gefallen hat an der Argumentation und was nicht.
Es gab bestimmt noch ein, zwei andere Punkte, die man jetzt hier kritisieren hätte können, aber das ist ja praktisch bei jedem Satz hier so. Aber gut, falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es gerne noch liken und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.